Ja, Bürger, ja, die Erde bebt, es wackelt deine Habe. Was du geliebt und du erstrebst, das rasselt jetzt zu Grabe. Aus Dur wird Moll, aus Haben soll, es fallen die Devisen. Dann fällst du selbst zu diesen, dann fällst du selbst zu diesen. Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Ingo Birkenshoff und ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge aus unserer Reihe gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Unser heutiges Thema ist soziale Phobie. Dazu haben wir einen Studiogast eingeladen, der mutige Angsthase, Autor des Buches Soziale Phobie, die Krähe und der Papagei. So, erzähl uns doch mal, was ist denn soziale Phobie? Ja, soziale Phobie, das bedeutet, dass man in der Regel Angst vor sozialen Situationen hat, also Angst vor Menschen. Das kann sein, dass man einfach nur Angst hat, ein Referat zu halten oder dass es um Angst vor Autoritätspersonen geht. Es gibt aber auch diese allgemein umfassende soziale Phobie und daran ja, war ich leider erkrankt. Das bedeutet, also ich hatte im Grunde Angst vor allen Menschen. Ich hatte teilweise Sorge ja, oder einfach Angst, mich mit meinen Kumpels zu treffen, mich mit meiner Familie zu treffen und das ging eben einfach so weit, dass ich kaum noch aus dem Haus gegangen bin. Ich habe viel zu viel Alkohol getrunken, um das abzufedern, die Ängste. Ich habe Beruhigungsmittel genommen, viel zu viel und war davon abhängig. Ja, also das ist dann einfach der allerletzte Scheiß, kann man sagen. Das ist eine richtig schlimme, schlimme Krankheit dann, die dazu führt, dass man kaum noch im Leben sichtbar ist. Also dass man einfach nur noch vermeidet und sich versteckt. Und das war fürchterlich. Ja, hier steht zum Beispiel auch, das ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Was hast du denn jetzt da gemacht? Naja, also ich habe in den letzten 20 Jahren eine ganze Menge ausprobiert. So ziemlich alles, würde ich sagen, was gegen soziale Phobie hilfreich sein kann. Und ich hatte jetzt eine sehr gute Verhaltenstherapie gemacht in Bad Bramstedt. Das war so, da gab es sehr viele Gruppentherapiesitzungen. Da ging es dann darum, dass man sich konfrontiert mit seiner Angst und genau in die Situation reingeht, vor der man diese massive Angst hat. Da ging es darum, sein eigenes Denken zu verändern. Teilweise wurde diese Therapie noch untermauert durch solche Sachen wie Ergotherapie, damit man seinen Gefühlen besser freien Lauf lassen kann. Und dieses ständige Konfrontieren, also ich war 2 Monate stationär in Therapie, und diese permanente Arbeit an den eigenen negativen Gedanken, an dieser Angst vor Bewertung und vor Angst, die Angst davor, nicht gut genug zu sein, das hat wirklich dazu geführt, dass ich eine ganz, ganz, ganz starke Verbesserung erreichen konnte. So, und dann kannst du jetzt am sozialen Leben wieder teilhaben. Du hast einen neuen Job bekommen und alles. Ja, das ist. Und da gibt es dann auch solche Foren. Ne? Du hast selber ein Portal gemacht, sozialephobieportal.de. Genau. Aber es gibt auch noch andere. Genau, es gibt 2 sehr gute Foren. Das ist einmal www.sozcafé.de und www.psychik.de. Das sind Foren, da sind teilweise mehrere hundert Menschen gleichzeitig online, also bei sozcafé.de. Da sind so viele Sozialphobiker abends online in der Regel. Da findet man dann auch immer Leute, mit denen man sich austauschen kann, bei denen man Tipps bekommt und Nähe erhält, einfach auch wahrgenommen wird und ernst genommen wird und auch einfach mal die Sorgen loslassen kann und das oder loswerden kann und sich einfach verstanden fühlt. Und also letzten Endes, es gibt diese professionellen, klassischen Therapien, aber es gibt eben auch sehr, sehr gute Selbsthilfetherapien, die natürlich auch professionell sein können. Und da ist eine gute Möglichkeit eben, ja, zum Beispiel im Internet zu suchen oder ich habe das jetzt in Form eines Buches gemacht, weil ich einfach möchte, dass andere Menschen nicht diese Fehler machen oder in diese Sphären rutschen, in die ich gerutscht bin. Im Nachhinein hätte ich viele Sachen anders gemacht in Bezug auf die soziale Phobie. Und dann wäre ich schon viel, viel, viel früher, geheilt worden. Ganz geheilt werden kann man nicht, aber dann hätte ich mir viel, viel Leid erspart, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, man kann da auch falsche Wege einschlagen, einfach nur Medikamente nehmen. Das wird einen nach einer Zeit, wird das auch ein Bumerang werden. Ne? Und dann
Deswegen möchten wir Ihnen mal dieses Buch empfehlen. Das ist bei Amazon gibt es das und bei mir ist auch im Buchhandel. Die Krähe und der Papagei vom mutiger Angsthase. Genau, das bin ich. Also Angsthase bin ich wohl, aber mutig auch. Und du hast gerade gesagt, nur Medikamente nehmen, das kann ein Boomerang sein. Das stimmt, das kann ein Boomerang sein. Aber ich persönlich habe auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit Antidepressiva. Also auch das kann ein sehr hilfreicher Weg sein, um aus der sozialen Phobie rauszukommen. Ja, ich danke für das Gespräch. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis bald. Ich danke auch. Tschüss.